Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage, zu dem Herrn, der sich lieber bewegt, anstatt dass ich das Bild hier auf seinen Kopf drehen kann. Mann, wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir uns jetzt um das nächste Haus kümmern, also Bruderschaftshaus. Ich habe auch immer noch eine Nebenquest hier, fällt mir gerade auf. Oh, wir können auch mit ihm reden. Ah, da war, glaube ich, nichts Neues, ne? Ein Gedichtband der berühmten Arib al-Mamunia. Er bewundert sie wirklich. Ja, ich glaube, da war nichts David, Neues. Ich möchte dich etwas fragen. Bitte, nur zu. Ja, ich würde sagen, fragen wir nach allen. Was kannst du mir über Ahmad ibn Musa erzählen? Ahmad und seine Brüder sind Söhne eines berühmten Sternenkundlers und überragender Mathematiker, Erfinder und Wissenschaftler. Zusammen verfassten sie das Buch der Erfindungen, in dem sie wunderbare Automaten beschreiben. Weshalb schloss er sich uns an? Die Banu Musa standen einst El-Mutawakkil nah, aber das Abbasiden-Kalifat widerte sie zunehmend an. Was ist geschehen? Sie weigern sich, davon zu sprechen. Also wer weiß. Es gibt so viele Gründe, von den Abbasiden angewidert zu sein. Gibt es noch etwas? Warum ist Al-Abbasiyah wichtig? Dieser Bezirk bildet das Zentrum der Bildung in Bagdad. Hier findet sich alles Wissen der Welt. Sollte ich bestimmte Orte untersuchen? Folge der Spur, wohin auch immer sie führen mag. Neben dem Haus der Weisheit gibt es noch andere wichtige Stätten. Auf jeden Fall solltest du dir die Märkte, die Sternwarte und die Eselskuppel ansehen. Ich erinnere mich gut an die Sternwarte. Einmal traf ich dort den großen Sternkundler Al-Khwarizmi. Sicher eine wunderbare Erfahrung. Und sollten dir einmal die Muskeln schmerzen, ist ein Bad im prächtigen Hammam von El-Abbasiyah eine Wohltat. Nach einer langen Kletternacht auf den Dächern klingt das gut. Gibt es noch etwas? Erzähl mir mehr über dich, Tabit. Ach, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich mag Gedichte. Reicht das? Na komm, sei nicht so bescheiden. Wie du willst. Ich komme aus En-Nubatu, einem trockenen Land südlich von Misr. Mein Vater schickte mich zum Islamstudium nach El-Kahira. Dort lernte ich mit brennender Gewissheit, richtig und falsch zu unterscheiden. Und die Verderbtheit in El-Kahira war sehr falsch. Wir begehrten auf. Der Aufstand scheiterte und ich floh nach Bagdad. Die Verborgenen nahmen mich auf. Und hier bin ich nun. Eines Tages solltest du die ganze Geschichte erzählen. Gibt es noch etwas? Nö, erstmal nicht. Dankeschön. Das wäre erst einmal alles. Ja, mit brennender Gewissheit. Ich weiß nicht, wie er das tatsächlich meinte. 500. Das ist noch ein kleines Stückchen bis dahin. Dann würde ich sagen, ich guck mal, dass ich zum Zielort komme und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, eigentlich sollten wir in knapp 100 Meter da sein, aber er hat mir jetzt gerade mein Ziel rausgemacht. Ich weiß nicht, was das jetzt wieder soll. Nein, das ist nicht das, was ich markiert hatte. Ja, ja. Das, genau. Also keine Ahnung, warum er das Ziel rausnimmt. Ja, vielen Dank, dass du jetzt hier einfach runterstürzt. Kein Thema. Bloß nicht hochspringen. Komm. Alter Mann, nur ein bisschen. Wir sind doch fast da. So, da ist das Bruderschaftshaus. Darauf war ich jetzt nicht eingestellt, aber das ist cool, dass die hier direkt so einen Haufen haben. Wir müssen nach oben. Wenn ich nicht überall gegenlaufen würde. Was ist das hier? Eine rätselhafte Nachricht. Verborgener. Wenn du die Zeit dafür hast, auf den Straßen wird eine Ware feilgeboten, von der du wissen solltest. Sie ist als Geheimwürz bekannt und Gerüchten zufolge sind Leute fast bereit, für nur ein Pröbchen davon zu töten. Niemand weiß so wirklich, woher es kommt, aber ich habe das Gefühl, dass du es herausfinden kannst. Vielleicht finden sich beim Gewürzstand auf dem großen Bazar Antworten. Ja, wir haben jetzt keine neue Aufgabe bekommen, aber wir können dem vielleicht nachgehen. Basim, komm zu mir.
Du scheinst kleiner als in meiner Erinnerung. Hm. Und du bist noch immer kein Fingerbreit gewachsen. Also, wir sind doch nicht als Feinde hier. Nein, aber wir haben uns beim Üben nie zurückgehalten. Roshan sagt, dass du von hier bist. Gewissermaßen. Ich lebte hier eine Weile, bevor ich nach El-Anbar ging. Hm. Dieser Ort ist genau wie alle, die ich kenne. Die Reichen wischen sich den Arsch mit der Kleidung der Armen ab. Klingt wie das Al-Karch, an das ich mich erinnere. Es ist nicht mehr dein El-Karch. Rivka hat einen Bezirk entdeckt, der durch und durch verdorben ist. Noch mehr als sonst. Gerüchten zufolge schikanieren Amtsträger die Bevölkerung und beschlagnahmen willkürlich Waren. Wir glauben, dass jemand den Bezirk in der Hand hat. Lasst mich raten. Der Orden. Es steht eine große Auktion an. Die Dairatul Mal. Ein jährliches Spektakel, bei dem die Reichen ihre goldenen Löffel vergleichen. Man benötigt eine Einladung, wenig überraschend. Und höchstwahrscheinlich wird eines unserer Ziele dort sein. Also Zugang zur Auktion verschaffen und herausfinden, wer dahinter steckt. Wunderbar. Du begreifst schnell. Fällt es dir schwer, mitzuhalten? Vielleicht finden sich Hinweise, wenn wir dem Ärger zu seiner Wurzel folgen. Ich kann dir zeigen, wo er sich zusammenbraut. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Ja, ich bin doch soweit. Das Problem ist nur, wo ist sie jetzt hingegangen? Aber wir können ja mal gucken, ob wir noch was... Zweihandkampf. Möge dein Schmiede auf ewig singen. Brauchen wir gerade nicht. So, eine Falle und ein Wurfmesser haben wir eingesammelt. Kann er uns auch... Achso, sie ist draußen, glaube ich, oder? Kann er uns auch eben helfen? Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Freischalten oder verbessern. Kann ich denn eins von beiden? Dein Können wird mir sicher helfen. Sieh dich um. Also, die Falle. Die Falle. Rang gesperrt? Ach so, ich muss das mit den Ressourcen... Ah, ja. Dafür haben wir aber nicht genügend Ressourcen da. Okay, die anderen Hilfsmittel, glaube ich, waren nicht so... Habt ihr neue Werkzeuge ersonnen? Tolle, ne? Sei mein Gast. Gut, die Rauchbombe, die hätte ich schon noch gerne. Um zu vergiften oder in Rage zu bringen... Tja, wenn das denn funktioniert, ne? Bei den anderen Sachen funktioniert das ja auch nicht so toll. Achso, freischaltbare Hilfsmittel 0. Sonst ich hab noch was? Gar nichts. Ich danke für eure Hilfe. Auf bald. Na gut, dann können wir noch nichts machen. Sie ist draußen, ne? Ja. Meisterin. Bist du bereit, Basim? El-Karch wartet. Fertig. Gehen wir. Folge mir. Hättest du je gedacht, du würdest hierher zurückkehren? Nein. Ein Großteil meiner Kindheit fand auf diesen Straßen statt. Ratten und Kakerlaken waren meine Freunde. Einige Erinnerungen sind schön, aber die meisten bitter. Erinnerungen lenken uns nur ab. Der Orden hat seinen Einfluss in jede Ritze dieser Stadt ausgeweitet. Bagdad ist nur noch ein Feld, das er bestellt. Das wird sich ändern. Die Verantwortung lastet schwer auf unseren Schultern. Der Pesthauch des Ordens trifft El-Karch und wir allein können es heilen. Wie kommt Rivka in El-Karch zurecht? Ihr gefällt die Politik nicht, aber sie muss ihre Pflicht erfüllen. An El-Karch muss man sich gewöhnen, rücksichtslose Geschäftsleute und alle sind besessen von Geld, exotischen Düften. Die Leute hier verlieren sich nur zu gern in ihrem eigenen Paradies. Ein Paradies, das sich nur die Reichsten leisten können. Oder die Verdorbensten. Ey, die ganze Zeit ist der nicht langsamer gegangen, sondern immer nur schneller. Und jetzt rennt er nicht mehr. Jetzt, wo sie rennt, links rum. Kann man das auch? Nee. Schade. Wo willst du hin? Wäre ganz gut zu wissen.
Es hört sich auch irgendwie wieder sehr danach an, als ob das jetzt sehr krass wird. Willkommen in Elkar. Die Luft ist immer noch voller Gewürze. Wie war es für dich, das erste Mal ein Leben zu nehmen? Ich erinnere mich kaum. Es war ein Mann, den ich einmal gut kannte. Vor all dem. Vor den Verborgenen. Du erinnerst dich nicht? Meine Erinnerungen sind mit ihm begraben. Ich wollte nicht, dass sein Tod mich so heimsucht, wie sein Atem es tat, als er noch lebte. Ich gebe der Vergangenheit keine Macht über mein Leben. Deswegen sehe ich mich nun auch als niemandes Tochter an. Wenn wir den Sturm in uns nicht beruhigen, solange wir wach sind, holt er uns in unseren Träumen ein. Wie bei dir und deinem Djinn. So, der Souk. Wie Rivka sagte, kamen hier vor kurzem Wachen durch. Sie zerbrachen Flaschen, zerschlugen Kisten. Warum dieser Gewaltausbruch? Finden wir es raus. Sie sollen auch ausländische Waren beschlagnahmt haben, vor allem von der Oststraße. Die Oststraße? Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen kann. Es ist eine Ewigkeit her. Hoffentlich ist er noch da. Ich würde ihn gern wiedersehen. Lass nicht zu, dass Erinnerungen die Wirklichkeit verklären. Keine Sorge. Ich weiß, dass nicht so bleibt, wie es war. Es ist eine Weile her. Ich frage mich, was sich hier verändert hat. Vielleicht könnte ich zuerst einen alten Freund besuchen. Ja, das können wir machen, wenn ich weiß, wo wir dafür hin müssen. Nachforschungen öffnen. Aber niemandes Tochter. Das kam mir so bekannt vor von Game of Thrones, beziehungsweise, jetzt bin ich gerade am Überlegen, war das jetzt bei der neuen Staffel oder war das jetzt bei den alten 7 Staffeln oder was das war? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da hieß sie ja auch niemandes Tochter, also... Erst habe ich gedacht, dass wahrscheinlich, also jetzt auf sie bezogen hier, auf unsere Meisterin, dass ihr Vater sie wahrscheinlich missbraucht hat und sie ihn dann umgebracht hat. Dann dieses niemandes Tochter. Ich weiß natürlich nicht, ob das auf ihn bezogen ist oder ob das jetzt auf die Bruderschaft bezogen ist. Ich habe das jetzt auch alles gar nicht mehr so im Kopf drin mit den Folgen davor. Das verfolge ich noch gar nicht. Ja, dann... Der Bazar, das würde ich dann danach machen. Wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten. Dann schauen wir mal kurz. Haben wir jetzt genug, um... Ich weiß gar nicht mehr, was freizuschalten. Fokusstärkung. Nee, da brauchen wir 4 zu. Okay, da müssen wir noch weiter sparen. Nee, Moment, jetzt haben wir 4. Hä? Gerade stand doch noch 3 drin. Was war denn das andere eigentlich? Achso, Konterrolle, genau. Füllt sich schneller auf. Das ist was für mich. Das brauche ich unbedingt. Darauf habe ich jetzt die ganze Zeit gespart. Ich liebe es. Du hast ein Hilfsmittel freigeschaltet. Ja, jetzt. Jetzt habe ich ein Hilfsmittel freigeschaltet. Ernsthaft? Wie kriege ich das denn jetzt weg? Also, jetzt ist es weg. Ach, das ist die Markierung, ne? Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Ja, aber nur insofern, dass ich die Markierung rausmachen möchte. Das ist es nicht. Kriegt die wahrscheinlich jetzt erstmal nicht raus. Ja, es ist ein bisschen blöd, weil das nervt dann, weil man immer denkt, okay, man muss da hinten hin. Hier kann ich rum.
Hallo, alter Freund, wo bist du? Oder alte Freundin, ich weiß es ja nicht. Lüge! Du hast meine Kiste. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nische Shuya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere. Oder besser noch, pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Nein. Na schön. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, natürlich. Nein, ich will nichts stehlen. Dann habe ich wieder Kopfgeld und dann ist wieder alles scheiße. Och Mann, deswegen habe ich den einen doch schon extra nicht getötet eben. Für dich gibt's hier nichts. Hier ist Sperrgebiet. Da ist eine Kiste. Die Frage ist, meint er die Kiste? Ich könnte da rein sausen und die unten alle töten. Oben ist abgeschlossen. Ich muss mal eben Überblick verschaffen hier. Geht fort mit dir. Also den oberen, den müsste ich dann quasi einzeln machen. Ansonsten könnte ich die theoretisch alle umbringen. Frage ist natürlich, wie sieht das mit dem Kopfgeld dann aus? Ne? Von oben komme ich wahrscheinlich nicht rein. Aber oben, nee, oben ist aber die Kiste, so wie es aussieht. Zumindest da in der Mitte ist wohl irgendwas. Ich gehe mal stark davon aus, die haben auch kein Fenster, was ich hier einschlagen kann. Das ist abgeschlossen. Geh, sofort. Also ich käme da hoch. Nur die Frage. Also nehme ich an. Von der anderen Seite hier auf jeden Fall. Dann sehe ich mich jetzt wieder nicht. Ja, spring jetzt da runter. Genau. Die Frage ist halt, ich weiß jetzt nicht. Nein, du hast hier nichts zu suchen. Ob ich von oben eventuell noch irgendwas machen kann. Ne, so nach dem Motto, da runterspringen oder so. Aber es sieht hier nicht so aus. Dann würde ich wirklich sagen, dass ich von unten einfach reinrenne, alle kaputt mache. Dann habe ich zwar wieder Kopfgeld und alles. Das ist halt scheiße. Aber was willst du machen? Für dich gibt's hier nichts. Was hat das zu bedeuten? So. Du bist unerwünscht.
Ja, du auch, Junge. So, den kann ich anvisieren. Den da hinten kann ich schon wieder nicht anvisieren. Das ist schon wieder scheiße. Die drei könnte ich anvisieren. Warum kann ich den nicht anvisieren? Geh, sofort. Wenn ich den von hinten... Moment, da ist jetzt rechts einer. Achso, der sitzt jetzt da unten. Gucken. Jetzt könnte ich den anvisieren, aber den rechten wieder nicht mehr. Oh, das ist so nervig. Du bist nicht willkommen. Ja, nervt mich doch einfach nicht. Ich bin hier gerade am Überlegen, wie ich euch alle gleichzeitig ausschalten kann. Aber es funktioniert leider nicht. Einer bleibt immer auf der Strecke. Ja, natürlich. Irgendjemand hat mich jetzt wieder gesehen. Ist nur eine Wache oben, oder? Bin ich jetzt wohl drauf warten, bis der sich umdreht. Noch was? Ne. Gut. Das machen wir schon mal auf hier. Sonst ist hier keiner, oder? Ich denke nicht. Warum gibt es keinen Frieden in dieser Stadt? Tja, solange Wachen da sind, wird es niemals Frieden geben. Das wird dann wohl Kongs Teekiste sein. Kann ich das jetzt einfach so raustragen? Das bezweifle ich allerdings, weil hier ja auch noch Wachen sind, oder? Na, hab Mitleid. Wo ist die Schachtel? Da muss ich jetzt wirklich... Sieht aus, als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Da muss ich jetzt wirklich mal gucken. Kann ich mit der runterspringen? Problem ist halt, ich darf jetzt keiner Wache über den Weg laufen mit dem Kopfgeld. Das ist halt ein bisschen blöd. So, wir haben zwei Kisten. Muss ich dir beide bringen oder reicht es, wenn ich dir eine bringe? Meine Blätter. Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, genau. Komm, stell sie hier hin. Die Wache ist draußen. Wohin denn? Ah ja. Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El-Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El-Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El-Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El-Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink.
Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand, oder? Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Nein, sind wir nicht, weil er hatte gesagt, dass er nur einen Gefallen haben will und nicht mehrere Gefallen. Sauerei. Ja, ich werde mal schauen, dass ich hier irgendwo noch ein Poster finde um mich herum. Ist hier eigentlich noch irgendwas, was ich mitnehmen kann oder lesen kann? Sieht nicht so aus. Nur draußen. Achso, wo einer sitzt. Ist er das jetzt? Hey du, Kongs Freund. Ich habe hier etwas, das dich interessieren könnte. Komm näher. Ach, das ist dieser eine Typ. Kongs letztes Wort. Falls dies jemand liest, während ich nicht da bin, wisse, Luca ist ein nichtsnutziger, verlogener, diebischer Grieche. Und alles ist seine Schuld. Er ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht hier bin. Er ist der Grund, warum Alkark keinen guten Tee mehr haben wird. Wir Stadtratten, die Waren durch persönlichen Einsatz besorgen, müssen zusammenhalten. Aber dieser käsig grinsende kleine Scheißhaufen sieht das anders. Er ist wohl neidisch auf mich. Okay. Moment. Kann ich mit dem reden oder ist da irgendwo eine Wache in der Nähe? Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist. Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Die ich aber nicht habe, so wie es aussieht, ne? Weil diese Gefallensmünzen, das sind ja die gleichen, die ich ja auch bei diesen Typen da abgeben muss. Die habe ich bisher ein einziges Mal im kompletten Spiel erhalten. Naja, und ich habe schon irgendwas über die 10 Stunden Spielestunden drauf, deswegen. Ja, wenn ihr da irgendwo einen Tipp kennt, wo man die vielleicht häufiger mal bekommt, durch Stehlen habe ich bisher noch keine, glaube ich, bekommen. Ich glaube, ich habe eine mal in der Truhe gefunden, ganz am Anfang, oder man hat die mir während der Quest gegeben, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber seitdem, wie gesagt, habe ich keine einzige dieser Münzen mehr bekommen, egal wie viele Truhen ich geöffnet habe, egal wie viele Leute ich geklaut habe. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es da irgendeinen Trick zu gibt. Und ja, ich würde gerne, aber ich habe keine Münze, also vergiss es. Ich denke darüber nach. Ich bin hier, falls du es dir überlegst. Ja, nee, also mit Überlegen hat das nichts zu tun, sondern einfach nur damit, dass ich diese scheiß Münzen, sorry, nirgendwo bekomme. Ja, ich würde aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich schaue mal, wie gesagt, nach einem Poster in der Nähe und dass mich die Wachen jetzt hier nicht direkt erwischen, weil noch kann ich das wieder auf Null bringen. Das bringt mir wahrscheinlich nicht viel, weil ich dann in der nächsten Folge wieder totales Kopfgeld habe. Nehme ich mal an. Aber ich meine, immerhin sollten die da nicht so aggressiv sein, wenn ich noch reingehe. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.